Kids. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberation HD. Ich musste letztes Mal etwas plötzlich ausschalten und auch öfters pausieren. Es tut mir leid, aber... Also das hier sieht mal überhaupt nicht schön aus. Da sieht man, dass Texturen einfach nur drüber geklatscht wurden. Das ist einfach nur ein... Pff, egal. So, hier sollen wir... wir sollen nach unserem Meister oder so suchen. Da ist ein Hinweis, den wir mit analysieren müssen. Naja, und ach ja, falls ihr oder eher gesagt, ich habe versucht mal jetzt mit dem neuen Schnittprogramm zu arbeiten, mit Magix. Vorher habe ich ja immer Camtasia benutzt. Und oh, ja, ich merke, dass es gerade ein paar Probleme gibt. Ich will das nächste Aufnahme beheben. Komm, verhakt dich auch schön. Ja, ich muss das nächste Aufbau beheben. Ihr werdet wahrscheinlich merken, dass es etwas ruckelt. Es liegt allerdings daran, dass ich wahrscheinlich irgendeine Einstellung in Traps falsch gemacht habe. Naja. Nein, ich möchte eigentlich nur zur Seite. Volle Synchronisation. Das ist doch schön. So. Ich glaube, als erstes machen wir erstmal den Aussichtspunkt, bevor wir hier unserem Mentor helfen. Hier ist auch direkt eine Umkleidekabine, wie schön. Schwadisch. Okay, hier kommen wir scheinbar nicht hoch, also müssen wir hier hoch. Komm immer weiter, immer höher. Ach, wir müssen den ganzen Baum hoch. Okay. Wo geht's hier hoch? Ich würde mal sagen, hier. Nein. Da. Wahrscheinlich müssen wir hier einmal rumlaufen. Oder auch nicht. Okay. Dann wahrscheinlich von hier unten. Ah. Ja, es sind so die typischen Kletterpassagen, die man nie ganz versteht. Nein! Okay. Scheinbar kommt man hier wirklich nicht überall hoch. Was ziemlich schade ist. Komm, ich versuch's nochmal. Ha.
Das war ein Fehler. Egal. Okay, lassen wir das fürs Erste. Vielleicht komme ich da auch gar nicht hoch. Bei der Erinnerung. Agathe, du schreibst von einem Feind? Ja. Tief im Bayou will ein gefährlicher Betrüger Wurzeln schlagen. Er nennt sich selbst François Macondal. Er war mein Mentor. Der Anführer. Der Priester und Bruder, dessen Kampf ich mein Leben widmete. Er fand den Tod durch das Feuer. Ich konnte es nicht verhindern. Wer der Blender ist und mit wem er im Bunde steht, das musst du herausfinden. Doch erst Vorbereitung. Vorbereitung. Okay. François Macondal war ein Fachmann für Gifte. Dieses Blasrohr gehörte ihm. Eine feine Waffe. Ein einziger Pfeil, selbst aus großer Distanz, fällt einen Mann. Nutze dies zu deinem Vorteil, falls du dich heimlich annäherst. Das mache ich. Drücke RB, ja, also das Waffenrad, und wähle das Blasrohr aus. B drücken, um den Achso. Komm. Achso, den Baum in der Nähe erklimmen. Das war jetzt wahrscheinlich auch wieder eine Dummheit, hier runter zu springen. Egal. Ach, den Baum. Ja. Dann ebenso. Aber was ist das, was sich so komisch anhört? Da ist was schon wieder. Ah. Doom. In den Heuhaufen springen. Natürlich. Wieder. Zack. Mission in weniger als 2 Minuten beendet. Super. Schön gemacht. Wahrscheinlich kann ich aber das Blasrohr auch nur hier benutzen und nicht bei anderen Leuten.